Hallo, liebe Räucherfreunde. Ja, wir haben jetzt an diesem wunderschönen Sommertag, die ja eh selten sind, und auch ein bisschen Gartenarbeit gemacht. Und jetzt wollen wir uns einfach mal bedanken und verschenken Duft an die Naturwesen. An verschiedenen Stellen von unserem Grundstück, so dass überall auch ein bisschen was hinkommt. Und das duftet jetzt gut. Das sind unsere Räuchertöpfchen. Die eignen sich ganz hervorragend. Man kann sie schön auf Stein stellen zum Beispiel. Da braucht man gar keine Unterlage. Das ist total praktisch. Stellt man es einfach hin und zündet es an und dann räuchert es vor sich hin. Und wenn es nachher, wenn der Inhalt der Weihrauch aufgebraucht ist, dann gibt man einfach noch ein bisschen was nach und dann kann man das noch etwas verlängern. So, jetzt haben wir auch dort hinten beim Tiger, haben wir auch noch ein Räuchertöpfchen hingestellt, einfach an die verschiedenen Stellen. Haben wir unsere Kräuterbeete, die haben wir schon quasi beräuchert, beräuchert, und das ist ja auch später unsere Rohware, die mit in unser Räucherwerk hineinkommt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man das wirklich achtet und respektiert. Ja, genau. Gute Rohware.